Hallo und einen wunderschönen guten Tag. Ey, kurzer Reminder, bevor das Video startet. 70%, die hier sich die Videos angucken, haben noch gar nicht abonniert. Von daher kostet nichts. Haut mal gerne ein Abo raus und jetzt viel Spaß mit dem Video. Als erstes, die Regeln, an die wir uns halten müssen bei diesen Rankings, ist es für die kommende Saison. Es ist unabhängig vom Alter, unabhängig vom Spielstil des Teams, unabhängig von den Spielern, die man schon hat, unabhängig von Verletzungen und das reine Skill-Level zählt. Gut, ich enthülle jetzt gerne unsere Top 10s. Ihr könnt es den Gesichtern zuordnen, wer wo was gerankt hat. Bei JD auf der 1 wundert mich das ehrlich gesagt nicht so sehr, wenn ich hinten an seine Wand gucke. Ich wusste es auch ehrlich gesagt schon, bevor du mir das geschickt hast. Deswegen habe ich mir so gedacht, wo packe ich den Guten denn hin? Aber ich würde sagen, guck du dir erstmal gerne meine Liste an und kannst auch gerne dann deine erstmal vorstellen, bevor ich dann versuche, mich hier zu verteidigen. Ja, genau. Also erstens haben wir diesmal tatsächlich größere Unterschiede, was geil ist, das wollten wir von Anfang an. Und ich habe mich echt gewundert, dass es bei den Receivern noch so ähnlich war. Aber deswegen freut mich das auf jeden Fall. Grundsätzlich habe ich nur einen, mit dem ich nicht mitgehe bei dir. Und es ist auch niemand wirklich nicht auf deiner Liste, wo ich sage, oh, der muss unbedingt darauf und der fehlt mir unbedingt. Deswegen kann ich schon mal sagen, gute Liste. Ich hätte mich gefreut, wenn du JC Horn drin gehabt hättest, aber das ist fair, der spielt noch nicht so lange und Panthers dieses Jahr waren jetzt nicht so attraktiv. Dann nehme ich einfach an, von dem hast du jetzt nicht so viel gesehen, deswegen ist es voll in Ordnung. Ich finde Gilmore tatsächlich ein kleines bisschen hoch. Der ist auf meiner Liste nicht drin, wäre jetzt auf 11 bis 15 vermutlich irgendwo gekommen. Gerade wenn man sagt, unabhängig vom Alter, ich glaube, der kann nächstes Jahr nochmal eine gute Saison liefern. Ich finde Trevon Diggs ein kleines bisschen hoch. Einfach weil der extrem Hit or Miss ist, aber das ist, glaube ich, ein bisschen eine Geschmackssache. Einfach, ob man darauf steht, wenn er vielleicht häufiger Interceptions hat, dafür häufiger Big Plays zulässt, weil er einfach so überaggressiv auf Routen springt. Ich finde tatsächlich Tariq Woolen ein bisschen hoch, weil. Ja, es ist schwer zu sagen, es hat ein bisschen was damit zu tun, dass er so ein niedriges Passer-Rating erlaubt hat, dass er erstens halt die vielen Interceptions gehabt hat und zweitens, dass die andere Seite bei den Seahawks sehr angreifbar war. Aber das sei dahingestellt. Also ich würde jetzt auch nicht sagen, dass es falsch ist. Der wäre bei mir vermutlich auch noch in meinen Top 20 gekommen. Aber ja, eins gehe ich mit, kann man nichts gegen sagen. Sauce Gardner auf zwei kann man nichts gegen sagen. Also wie deine Top 3 sortiert ist, ist halt nur ein bisschen anders als bei mir, aber wir haben beide die Top 3 Corner drin. Ja, ansonsten gefällt mir das, muss ich sagen. Xavien Howard wäre bei mir auch demnächst noch gekommen. Und ich überlege gerade. Ja, Marshon Lattimore hast du nicht drin, DJ Reed hast du nicht drin, aber das ist auch nicht so schlimm. Ich glaube, Howard hast du vielleicht noch ein bisschen im Kopf die Saisons vor dieser Saison, weil diese hat ein bisschen gestruggelt. Aber ja, insgesamt muss ich sagen, hab ich nicht viel auszusetzen an deiner Liste. Ja, also ich muss ja erstmal noch sagen, ich hatte zum Beispiel einen Patrick Peterson aus Prinzip noch auf der Liste und Jaire Alexander konnte ich erstmal nicht da drauf tun. Da habe ich nochmal drüber nachgedacht und habe dann kurz die Vikings-Sympathien und die Packers-Hassreden einfach weggelassen. Wo ich auf jeden Fall mitgehe, ist das Thema Tariq Woolen. Da war ich mir überhaupt nicht sicher, wie ich den einordnen soll. Ich kann mich noch daran erinnern, dass wir mal drüber gesprochen haben, dass gar nicht so groß der Gap zwischen Sauce Gardner und Tariq Woolen hier ist. Das war aber Woche 8 oder 9. So, da ist ja natürlich noch ein bisschen was passiert in der ganzen Zeit. Ich finde, Gardner hat über das ganze Jahr gezeigt, dass er einer der Top-Cornerbacks in der Liga ist. Ich war auch kurz darüber überlegen, ob ich ihn auf 1 setzen soll. Fand ich dann aber doch noch einen Ticken zu früh, auch wenn 2 nicht so weit davon weg ist. Und bei allen anderen, also ich habe jetzt gerade im Chat, glaube ich, schon gelesen, dass Diggs für viele zu hoch ist. Finde ich zum Beispiel überhaupt nicht, um ehrlich zu sein. Weil der ist in einer der besten Defenses der Liga unterwegs und da hat er auch einen ganz großen Anteil meiner Meinung nach da. Wo ich dann auch noch überlegt habe, war halt wirklich Xavien Howard. Fand ich auch relativ schwierig und ich muss auch ehrlich dazu sagen, mir fiel das ganze Ranking ziemlich schwierig. Weil abgesehen von den klassischen Cornerbacks, die dir dann direkt in den Kopf kommen, ne? Also ich habe auch gelesen, dass Gilmore für viele zu hoch ist, ne? Gehe ich auch irgendwo vielleicht einen Ticken mit. Es ist aber relativ schwierig, Cornerbacks zu ranken, wenn du mehr oder weniger, ich sag mal, der Average NFL-Viewer bist mit dem League Pass oder mit dem Game Pass dann im Endeffekt und dann versuchen sollst, die auseinanderzuhalten, weil du dir nicht so viel in der Analyse später vielleicht noch anguckst. Deswegen habe ich erstmal alle aufgeschrieben, die mir eingefallen sind. Danach bin ich auf Stats gegangen, danach bin ich auf andere Top-10-Listen gegangen und habe mir dann nochmal angeguckt, okay, Statistiken, wie viel zugelassen und so weiter. Und da war Gilmore wirklich nicht weit oben, beziehungsweise nicht weit unten so. Xavien Howard war auf vielen Listen noch viel weiter oben, als ich ihn jetzt habe.
Und das waren alles so Sachen, die dann zusammengespielt haben, wie sich die Liste ergeben hat. Also wo ich jetzt nicht unbedingt diskutieren würde, wäre halt wirklich die Top 3, die haben wir auch gleich. Wenn ich Gilmore weglasse, würde ich sogar über die Top 4, wenn ich jetzt Layoff 4 hätte, nicht unbedingt diskutieren. Jay Alexander bei 5 fand ich bei dir auf dem ersten Blick relativ hoch. Habe ich nochmal drüber nachgedacht, dachte mir, okay, hast du auch irgendwo verdient, wenn du vor allem dann gegen Justin Jefferson, den wahrscheinlich besten Receiver in der aktuellen Saison, zumindest was Receiving Yards angeht, so vom Tisch nimmst im Endeffekt, was er auch natürlich auch nicht alleine getan hat. Aber ja, hat mir mal wieder gezeigt, wie vielseitig so ein Ranking eigentlich ist, wenn man sich mit einer Position nicht so richtig auskennt. Bei Wide Receiver kannst du relativ easy dir dann auch ein bisschen was herleiten nochmal, schnell was raussuchen. Leute, Cornerback-Statistiken rauszusuchen, ist wirklich nicht einfach. Also so viel kann ich euch sagen. Also ich dachte am Anfang, ich suche einfach mal easy raus, wie viel hat man zugelassen und so weiter. Dann denkst du, okay, jetzt noch Interceptions, vielleicht noch Tackles und so weiter und so fort. Und dann sitzt du da auf einmal. Weil ich bin nicht unzufrieden mit meiner Liste. Ich gebe das, wenn jemand sagt, er hätte ein paar andere Sachen anders gerankt. Aber so alles in allem, Hauptsache ich habe die Top 3 ungefähr gleich. Ja, und ich glaube, der Chat muss auch noch mal dran denken an die Regeln, die wir vorhin aufgestellt haben, ne? Also stellt euch vor, ihr habt nächstes Jahr ein komplett neues Team und ihr seid der Erste, der sich einen Cornerback für dieses Team aussuchen darf und dürft. Und ihr wisst, dass die Saison nur ein Jahr lang geht. So, das heißt, wir achten nicht aufs Alter, wir bewerten jetzt nicht junge Spieler besonders höher oder so. Ihr wollt nur fürs nächste Jahr einen Cornerback haben. Deswegen, wenn man jetzt die Saison zum Beispiel, die man dieses Jahr hatte, bewertet, kommt da ein Jaire Alexander in die Top 10? Auf gar keinen Fall. Ist Jalen Ramsey auf 1? Höchstwahrscheinlich nicht. Ist Tre'Davious White drin? Höchstwahrscheinlich nicht. Sondern das ist wirklich mehr oder weniger das Talent, was wir sagen, was sie haben könnten nächstes Jahr, bla bla bla. Und da ist Jalen Ramsey für mich halt immer noch eindeutig auf 1. Hat die perfekte Größe für einen Cornerback, ist unglaublich schnell, ist sehr, 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 sehr stark. Ist einer der besten Tackling-Cornerbacks, hat inzwischen auch Erfahrung, um halt so ein bisschen die ganzen Veteran-Moves drin zu haben. Also der kann sich nicht überrennen lassen, den kannst du nicht mal so einfach wegblocken, den kannst du nicht little boyen, das geht einfach alles nicht. Deswegen ist für mich nach wie vor der perfekte Corner. Aber ja, wie gesagt, ich finde die Listen gut und wie du schon meintest, das ist gar nicht so einfach, wie man manchmal denkt. Hey, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass doch gerne ein Like und ein Abo da. Und wenn du noch mehr von uns sehen möchtest, dann schau dir auch gerne die anderen Shows hier auf Ballpost an.